Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Transport Fever. Mein Name ist der Ed, ich begrüße euch ganz herzlich. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge. Ja, beim letzten Mal haben wir diese neue Route eingeweiht, sprich Brötchen für Kevin. Dort fahren wir auch gerade mit im Moment. Das ist der Zug, der hat momentan noch nicht so viel drauf, nur zwei Brötchen. Aber ich denke, das wird sich in Zukunft dann doch sehr, sehr ändern. Wir gucken mal, wie sie hier zufrieden sind. In Kevelar, ja. Ja, Brötchen schlecht noch, ne? Ist klar, da kommt noch nicht so viel an. Aber ich bin zuversichtlich, dass da bald mehr passiert. Jetzt sind schon mal 9 da, das ist gut. Und mit ein bisschen Glück fahren die Produktion jetzt hier nach oben. Dass hier mehr ankommt. Und dass das funktioniert. Aber wir werden mal, damit wir das Problem hier mal lösen, den Zug hier mal austauschen, beziehungsweise mal einen neuen machen. Na, das geht ja hier gar nicht. Hat auch zwei Routen drauf, halt. Sollte eigentlich auch ohne Probleme laufen, aber hier ist nicht so gut. Wobei ich mir überlege, eventuell keinen gemischten Zug mehr machen, sondern eventuell sogar einen Zug zu machen, nur für Getreide und den anderen nur für Vieh. Wäre vielleicht auch eine Idee. Guck mal, der ist schon... Na wohl, doch, geht noch. So kaputt ist er nicht, aber ein bisschen schwach auf dem Bus. Das heißt, wir werden mal das Ganze beschleunigen. Lassen den mal laufen. Und dann werden wir den bei Gelegenheit, wenn wir genug Kohle haben, mal zusehen, dass wir da ein bisschen mehr was drauf kriegen, ne, auf die Linie, damit dann mal ein bisschen mehr Gas gibt. So, was ich unbedingt haben wollte in den Städten, was wir haben müssen, während er mir hier schon wieder irgendwas anholt. Oh, eine Mikado, schön. Was wir unbedingt haben müssen, ist definitiv Produktion von Baumaterial. Optimalerweise mit Stein und Schlacke. Stein habe ich hier noch nirgends gefunden, außer hier hinten. Und hier ist nicht so prickelnd, ne? Muss ich ehrlich sagen. Also es wäre ein übelster Weg, das irgendwie hier rüber zu karren. Und das ist ein bisschen heftig, wenn er mich fragt. Also das ist, liegt hier sehr ungünstig. Eventuell müssen wir hier wirklich komplett nochmal neu aufziehen, dass wir das Ganze verknüpfen mit zwischen Meißen und Kupferberg, dass es dann hier irgendwie auf die Strecke mit rüber transportiert wird. Wäre mal eine Überlegung wert. Ne? Aber erstmal sollten wir hier den Bahnhof mal ein bisschen aufpushen. Wobei die sich hier gerade im Wege standen. Weil es zwei ungleiche Loks sind. Ne? Also es sind zwei... Wartet mal... Ja genau, zwei ungleiche Loks. Das ist auch suboptimal. Dann müssen wir nochmal was machen. Aber ansonsten, kohletechnisch läuft es eigentlich ganz gut. Bin ich zufrieden. Und könnte noch ein bisschen besser sein. Aber wir arbeiten hier dran. So, da kommt wieder was. Gucken, wie sieht's aus? Was bringst du? Voll beladen. Bringt mal eben 600.000. Na, fast 700.000 sogar. Das ist super. Hier hinten sieht es toll aus. Brötchen. 8 Stück. Da muss noch ein bisschen mehr kommen. Ist der wenigstens voll? Ja, fast voll. Also hier muss noch ein bisschen mehr Gas kommen. Also das ist noch ein bisschen wenig. Ne? Also da könnte noch ein bisschen was. Da muss noch was. Dadurch werden wir jetzt die Dings nochmal befeuern. Hier ist zu wenig. Die haut auch nicht genug raus. Jetzt werden wir hier mal die Lok mal ein bisschen Gas geben. Ne? Das geht ja nicht. Diese Popel-Lok, sag ich mal, die ist bei der nächsten Rückfahrt, wenn die oben abgeladen hat, lassen wir die dann ins Depot fahren. Dass sie dann mal aufgepusht wird. 4,12 auf der hohen Kante, das ist okay. Ja, lassen wir sie nochmal auf der letzten Fahrt nochmal einladen. 20 Vieh, 20 Getreide, das ist ja nix hier, ne? Das ist, schluckt das Ding weg. Das ist, snippt damit an der Nase weg, sozusagen. Ach, da haut der Rauch hier. Kleine Lok.
Da fahren wir manuell mit durch den Tunnel. Durch den Berg. Erwarten wir sie hier. Auch ein tolles Bild. Finde ich. Da kommt sie. Sehr schön. So, und du wirst dann gleich jetzt nochmal abladen. Und jetzt werden wir dich dann nach vorne gleich drehen lassen, damit du ins Depot fahren kannst. Stopp. Depot. Verkaufen. Und dann knallen wir hier zwei Züge drauf. Vieh und Getreide. So, okay. Pause. Jetzt wird's interessant. Jetzt brauchen wir natürlich neue Züge. Schauen wir mal, was die Mikado kann. Die kann 90. Kostet 2,87. 480.000 im Jahr. Die ist günstiger, schafft auch 90. Hat aber weniger Zugkraft. Ah, das ist natürlich jetzt so eine Sache, ne? Wir nehmen grün. Wir nehmen das hier. Und brauchen jetzt Vieh und Getreide. Bretter? Nein, nein. Vieh? Kann der? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Erstmal 7 davon. Vieh. Jetzt brauchen wir Getreide. Getreide. 4, 8. 1, 2, 3, 4. Noch nicht genug Kohle. Das ist ärgerlich. Nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir brauchen noch mindestens 4 Stück davon. Jetzt mal laufen. 1, 2, 3. Noch 3 Stück. Noch 2. Und dann schicken wir den erstmal los. Und dann gucken wir mal, was er abgreift. Und dann können wir den eventuell nochmal klonen. So. 1, 2, 3, 4, 5. 2 Stück brauchen wir noch. 2 Stück, komm schon. Los, wir brauchen die Kohle. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Du packst das. Ah. Ziemlicher Drop, also das ist Wahnsinn. Komm, ich brauche noch zwei Wagen. Ich brauche knappe 600.000. Die werden wir ja wohl zusammenkriegen. Noch ein. Komm, einen noch. Dann schicken wir dich mal wieder los. Komm, komm. Perfekt. So, auf geht's. Schrapplau, Getreide, Vieh. Wow, 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 ein geiles Gerät. Ja, Hammer. Vieh, Kohle, nein. Du wirst sich viel Kohle und Getreide mitnehmen. Geiles Ding. Sieht cool aus. Und jetzt gibt er Gas. Ich hoffe, ich habe jetzt die richtigen Wagen daran geknüppelt. Alles andere wäre jetzt ein bisschen fatal. Wir werden es gleich sehen. Dann kann er hier ein bisschen mehr abgreifen. Schauen wir mal, was er mitnimmt. Ja, sehr schön. Das ist doch mal eine Ansage. Das ist doch mal eine Ansage. 56. Sehr schön. Wow, hier wird es gerade Eskalation. Hier kriegen wir das nicht genug weg. Die Brötchen. Ja, Schrapplau. Da muss noch was passieren. Die kommen nicht mehr hinterher. Und hier können wir noch ein paar draufbringen. Auf die Linie, glaube ich.
Lass mich gucken, das ist Brötchen Schnapplauf. 24 Sekunden Takt. Eigentlich okay. Aber sie kriegen es noch nicht weg. So, Buskupferwerk, die werden wir jetzt mal ersetzen. Durch den Postbus oder den Saurer. Das schafft auch nur 4. 25 ist aber schneller. Komm, wir nehmen mal den. In Orange. Na komm, hau rein. Vielleicht bringt es ja was. So, nebenbei werden wir jetzt nochmal Kohle zurückzahlen. 6 Millionen Darlehen. Jetzt haben wir nur noch 5 Millionen. Das heißt nur noch. Das ist auch ordentlich. Und hier geht es richtig gut ab. Also hier wird gut gebaut. Natürlich müssen wir in die ganzen Städte jetzt irgendwie nochmal Zeugs reinkriegen. Ne? Also sprich... oh, sind auch schon wieder welche. Sprich Baumaterial und so weiter. Und hier muss auch noch ein zweiter Zug drauf. Na, dann geht das hier auch. Ja, dann werden wir natürlich auch noch einen Anschluss machen müssen nach Waisenstadt. Von hier aus. Das wird auch interessant werden. Haben wir gar keine Kohle. Können wir eventuell unterirdisch gehen? Nee, leider nicht. Schade, die Straße. Auch nicht möglich. Kollision bei Terrain-Angleichung. Ja, das ist gerade ein Problem. Schade. Wartet mal, das müssen wir anders machen. Eventuell können wir ja rumgehen. Gehen wir mal weg hier. Dass wir eventuell... rumgehen hier. Nicht ganz. Hier geht zumindest ein Tunnel. Und dann hier so rum. Ziemlich krass. Wenn du mich fragst. Aber wir arbeiten mit dem Tunnel. Das ist okay. Damit können wir noch leben. Und jetzt wird das natürlich ziemlich teuer. Wenn wir hier direkt durch den Berg dann gehen, eventuell. Beziehungsweise müssen wir hinten rum lang gehen. Das heißt, wir sollten versuchen, bei Zeit denn wieder nach oben zu kommen. So. Möglichst weit. Das ist ja ziemlich Geschlängle hier, ne? Wie eine richtige Schlange. Aber okay. Wenn es funktioniert, ist ja gut. Wow, 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 wow. Nee, so nicht. Das wird nichts so. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Das wird so nichts. Das kann so nicht funktionieren. Nee. Jetzt kommt schon wieder was Neues. Oh, das erste Flugzeug. Das hier, damit bin ich nicht einverstanden, was der hier macht. Tunnel, ja. Ist okay, damit kann ich arbeiten. Und wir müssen jetzt hier hinten wieder rauskommen. Vernünftig rauskommen, sag ich mal. Kostet mal eben 3,7 Mille. Dann gehen wir hier raus, hier rum und dorthin. Das ist zumindest der Plan.
Auf jeden Fall eine extrem krasse Strecke. Warum das jetzt so wenig gekostet hat, ich weiß es nicht, aber ist okay. Aber wir müssen jetzt wirklich mal runter. Und dann wollen wir ja hier ran. Nein, wir wollen nicht so haben. Na, wir wollen ja hier an den Rand, der soll ja jetzt weiter ausgebaut werden. Auch mit etwas Größeres. So, mal kurz. Den lassen wir nochmal wegfahren und dann bauen wir jetzt hier mal aus. So, dass man hier schon fort. Mal, ob wir den ausbauen können. Den auf zwei Leitungen. Auf 200. Hab mir schon fast gedacht. Und das würde er werden. Das heißt, wir müssen das Stückchen mal entfernen. Ja, ein Signal geht verloren, ist klar. So bei der Terrain-Angleichung. Bam! Da haben wir den Big George. So, lass mal gucken, ob die Linie hier noch weiter funktioniert. Ja, das funktioniert, das ist okay. Waren die beide? Wo ist er? Haben die irgendein Problem? Nein, die fahren, ne? Fahren normal weiter. Gut, sehr schön. Das heißt, wir haben gleich den Anschluss gelegt zur Direktverbindung. Unterm Berg durch, nach Kevela und von Kevela können sie dann weiter nach Schieß mich tot und hast du nicht gesehen. Das finde ich nicht schlecht. So, das heißt, wir werden jetzt hier mal das Ding wegreißen, das gefällt mir gerade nicht. Hier nochmal hübsch machen. So. Sehr schön. Boah, hier explodiert so, was ist denn los, ey? Wir hatten extrem viele. Die Tram wollen. Tram sind voll. Wir hatten noch 32. Dann müssen wir die Trams aufbohren. Dann müssen wir echt die Trams aufbohren. Wahnsinn. Und natürlich hier auch wieder ein Zugdepot legen. Einen Lokschuppen sozusagen. Gucken wir rein. Passt. Passt. Passt, passt, passt. So, hier bauen wir gleich die Doppellinie. Und wenn wir das nochmal ganz kurz hier lernen. Dass der auch auf beide Linien kann. Dann läuft das hier auch. So, Doppellinie. So, aber hier ist noch nicht.
Mir hat er nicht angesnappt. Also, warum hast du da nicht angesnappt? Freundchen, mach mich nicht irre. So, komm, dahin bin ich gefahren. Genauso. So, weiter geht's mit dem nächsten Tunnel. Der Hammer. Das ist der Hammer hier. So, komm. Ja, du sollst darüber. So sollst du. Bin mal gespannt, wie wir das jetzt hier lösen wollen. Und das wird jetzt richtig interessant. Das Stück könnte jetzt etwas kurz werden. Mal gucken, wie wir das hier noch irgendwie. Obwohl, doch, geht noch. Boah. Geil. Hat geklappt. Sehr geil. Ja, aber das soll es für heute erstmal gewesen sein mit dem Part. Denke, Wahnsinnsstrecke gelegt. Da müssen gleich zwei Züge drauf. Definitiv. Wie gesagt, das soll es für heute erstmal gewesen sein. Und ja. Läuft doch, würde ich sagen. Kommen gut voran. Wie sieht es hier aus mit den Brödels? Ja, wird auch mehr. Sehr geil. Da explodiert es quasi. Und hier ist es ein bisschen eingesackt, was ich schade finde. Und dafür. Ja, kommen sie da auch nicht voran. Ja, es ist immer so ein Auf und Ab, ne? Aber egal. Halb so wild. Wir schauen uns hier nochmal an. In dem Güterbahnhof. Der es einmal werden soll. Kurzes Päuschen. Zwei Züglein kommen. Und ja, wie gesagt, ne, wenn ihr wollt, hinterlasst ein Däumchen nach oben. Ansonsten auch das Abo würde helfen. Und ich bin für heute erstmal raus. Macht's erstmal gut. Euer Ed von netgaming.tv. Ciao, ciao. Und wie immer mit den Bahnimpressionen.